Haus. Das war ein Mord. Wo denn? Wo ist Ihre Leiche, Herr Butler? Sie haben das doch auch gesehen. Da hat jemand geschrien. Dann ist jemand mit einem Klatsch in den Pool gefallen. Habt ihr das gesehen? Was soll die Frage? Natürlich nicht. Wir knüpfen uns die vier nochmal vor und überreden sie, uns zu erzählen, was sie da gesehen haben. Ich will in einem Film spielen, der in Cannes läuft. Ach ja, was ist Cannes? Es ist untersagt, das Zimmer eines Gastes zu betreten. Entschuldigen Sie bitte. Definitiv verdächtig. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Da ist jemand gestorben und es ist nicht okay, dass man so tut, als wäre nichts geschehen. Sie sollten nur ein guter Entschärfer sein, das war alles. Wie enttäuschend. Der Pool ist nachts wirklich kalt. Herr Butler, wollten Sie sich denn nicht selbst amüsieren? Ohne die Nebenrollen wären die Liebesgeschichten ziemlich langweilig. Er ist schon ein netter Kerl, aber nett, das bedeutet auch langweilig. Gute Menschen sind nicht von Natur aus gute Menschen. Sie geben sich Mühe. Sie versuchen nicht schlecht über andere zu reden. Sie versuchen sich um andere zu kümmern. Die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Entschuldige, ich habe mich lange nicht gemeldet. Können wir uns bald treffen? Hören Sie auf! Sie überschreiten Ihre Kompetenz. Die Aufgabe eines Butlers ist, die Passagiere auf ihrer Reise zu beschützen, und das tue ich. Ich hätte mich fast verliebt. Das bedeutet für mich dasselbe wie ich liebe dich. Es gibt einen Unterschied zwischen der Reis ist fertig und er ist fast soweit. Ja, die Liebe ist aber kein Reis. Bin ich nicht Grund genug für dich zu sagen, ich lasse die Vergangenheit hinter mir? Ich will aber... Du musst jetzt gehen. Werte Dame, dieses Schiff hat noch unendlich viel mehr Entertainment zu bieten. Wenn Sie möchten, würde ich Sie gern herumführen.